Bayreuth, Innenstadt. Ein großes Polizeiaufgebot, darunter auch das KSK der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Die Ultras vom TSV 1860 München ziehen Richtung Stadion. Dort findet heute das Drittligaspiel gegen Bayreuth statt. Ein Derby. Die Stimmung ist angespannt und aggressiv. Ein Kameramann abseits der Straße gerät in den Fokus der Ultras. Geh weg, Alter. Wir wollen keinen Stress und wissen nicht mal. Du siehst dich. Ich möchte dich nicht mehr sehen. Plötzlich steht ein Mann vor uns. Ne? Naja. Weil die waren dann echt. Wir wollen ja echt wieder wohlbehalten zurückbringen. Ne? Also, wir sind von der Polizei SKB. Bevor es eskaliert. Polizisten in Zivil. Sogenannte szenekundige Beamte, kurz SKB. Sie kennen die Fanszene besonders gut. Insbesondere die der Ultras und Hooligans. Es gibt nur Ärger, das finden die gar nicht witzig. Fortan begleiten wir den Marsch aus der Distanz. Um ca. 13 Uhr sind die Ultras am Stadion, gefolgt vom USK. Der nächste Schritt ist, dass die Fans jetzt gerade am Einlass sind. Die werden jetzt halt langsam ins Stadion gehen. Und dann werden wir schauen, dass auch im Stadion die Sicherheit soweit gewährleistet ist. Das USK wird im Heimbereich der Bayreuther eingesetzt. Um 14 Uhr beginnt das Spiel. Während der Partie bleibt es ruhig, auch wegen starker Kräfte der Polizei im Stadion. Dann, ein paar Minuten vor Abpfiff. Phase 3, also Spielende, alle verlassen das Stadion. Das ist immer die heikelste Phase, weil da kommt es immer zu Fanvermischungen irgendwo. Schauen wir, ob wir noch einen erwischen, auf den wir warten. Im Stadion ist ein Fan aufgefallen, der ein Tattoo mit einem nationalsozialistischen Symbol trägt. Es wird auf jeden Fall versucht, ihm habhaft zu werden. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es klappt. Der Mann wird von zwei Beamten des USK festgenommen und aus dem Stadion geführt. So unauffällig wie möglich, um eine Eskalation zu vermeiden. Drei weitere Beamte sichern nach hinten ab. Der Mann wird über sein Vergehen aufgeklärt. Wollen mich verkeilen? Was ist denn das? Ich soll mit der Kamera weg. Die Personalien des Mannes werden aufgenommen und übermittelt. Identitätsfeststellung bitte, Personalien ins Teamwire und Foto vom 86a, dann kann er wieder vor Ort entlassen werden. Paragraph 86a verbietet das Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Staatsanwaltschaft wird gegen den Mann Anklage erheben. Vorerst darf er gehen. Das Fußballspiel ist vorbei. Die Arbeit der Männer des Unterstützungskommandos geht weiter. Es ist 16.20 Uhr. Wie bitte? Bitte her, da liegt jemand an der Hecke. Da liegt jemand an der Hecke? Siehst du es? 31, komm mal bitte her. Da liegt irgendjemand bewusstlos im Gebüsch. Ein Fan. Offenbar volltrunken. Einmal bewusstlos, bitte Retter und Notarzt. Das USK hat auch Beamte, die als Rettungssanitäter ausgebildet sind. Sie übernehmen die Erstversorgung. Haben wir einen Allgemeinen vielleicht mal da? Andere Fans kommen dazu. Darunter offenbar Freunde des Betrunkenen. Sie stören sich an den Kameras des USK. Sie stören die Polizei nicht. Nein. Jetzt gehen Sie einfach. Weil Betrunkene oft unberechenbar sind, dokumentiert das USK die gesamte Versorgung des Mannes mit Kameras. Der hat sich ja dann doch angefangen zu wehren aufgrund Alkoholisierung. Nicht ganz zurechnungsfähig. Und es ist natürlich dann so, wenn wir jetzt aufhören und dann erst wieder anfangen zu filmen, wenn es dann zu Widerstandshandlungen kommt oder zum unmittelbaren Zwang, dann hat man das, was vorher war, nicht drauf. Dann wird es noch mal hektisch. In einer Kneipe haben sich Ultras aus Bayreuth und München geschlagen. Die Beamten des USK haben die Verfolgung von knapp 50 Bayreuther Ultras aufgenommen und halten sie in diesem Hof eines Wohnhauses fest. Dabei kam es zu Flaschenwürfen und auch zu tätlichen Angriffen gegen die Polizeibeamten. Anhand von Personenbeschreibungen werden vier Schläger identifiziert und verhaftet.
Es ist der letzte Einsatz für das USK an diesem Tag.